Fabian Wiede, 24 Jahre, deutscher Nationalspieler, mit uns an einem besonderen Ort. Nach überstandener Innenbandverletzung ist er zurück auf der Platte. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin will bei der Heim-WM angreifen. Und zwar hier. Der Vorrundenspielort ist seine Heimat, die Mercedes-Benz Arena Berlin. Ich glaube, jeder Spieler, der auch mal hier in Berlin gespielt hat, weiß, dass es bei uns immer sehr laut werden kann. Und ich glaube, wir haben schon ein sehr gutes Publikum. Ich glaube, die Vorfreude ist riesig. Nicht nur bei mir, ich glaube bei allen Spielern, weil es einfach die Heim-WM ist. Und ich glaube, nicht viele Spieler können sowas miterleben. Wenn man es schafft, dann vielleicht nur einmal pro Karriere. Und daher kann man sich extrem darauf freuen. Und das tun wir jetzt schon alle. In diesen Kabinen wird es laut, leise, niederschmetternd, emotional. Für das deutsche Team und für die Koreaner, Brasilianer, Serben, Russen und Franzosen. Starke Teams, die DHB-Auswahl will trotzdem in die Hauptrunde. Ich glaube schon, dass wir gute Chancen haben, einfach ganz oben mitzuspielen. Ich glaube, wir haben schon eine gute Mannschaft und natürlich mit Frankreich wird natürlich extrem schwer, aber trotzdem haben wir das Publikum im Rücken, das uns hoffentlich noch mal extra pusht und dann, glaube ich, ist hier zu Hause in der Heim-WM alles möglich. Fast 15.000 Zuschauer. Die Arena wird zum Hexenkessel. Gute Vorzeichen für einen guten Start. Es soll weit gehen für die deutsche Mannschaft. Das ist schwierig zu sagen. Also natürlich wissen wir, dass die letzten Jahre es nicht so erfolgreich lief, oder die letzten Turniere. Und daher wollen wir einfach gucken, dass wir wieder die Hauptrunde überstehen. Aber dass wir dann einfach die Euphorie mitnehmen und dann in die Hauptrunde kommen. Und da wissen wir, wie es damals in Polen lief. Da haben wir es auch gut gemeistert. Und daher wollen wir dann einfach probieren, ins Halbfinale zu kommen. Und dann ist alles möglich. Die Vorfreude auf das größte Handball-Event der Welt ist riesig bei Fabian Wiede. Der Countdown läuft. Liebe Handballfans, ich hoffe, ihr denkt daran, dass am 10. Januar die Heim-WM stattfindet, hier in Berlin, die Vorrunde. Und ich hoffe, ihr kommt alle live. Und wenn nicht, dass ihr vor dem Fernseher uns die Daumen drückt und uns nach vorne pusht. Alle Infos rund um das Event und Tickets für die Weltmeisterschaft bekommt ihr auch auf handball19.com.